Domian, Manuel 30, behauptet, dass die Erde eine Scheibe ist. Wer hat denn ein Interesse daran, uns zu verkaufen, dass die Erde rund ist? Gute Frage, Digga. Also ich gehe mal davon aus, dass das Reptiloiden sind. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community, wir sind wieder live auf Twitch, kommt gerne mal mit vorbei. Link natürlich unten in der Beschreibung. Und wir gehen für heute in den ersten Peter rein. Der Peter heißt Domian. Manuel 30 behauptet, dass die Erde eine Scheibe ist. Ich habe mies recherchiert. Manuel, ich bin gespannt, was hier passiert. Ich habe mir gedacht, das könnte lustig werden, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Deswegen gehen wir da jetzt rein. Los geht's, Digi. Also ich sag ehrlich, ich finde, so Domian-Style könnte ich eigentlich auch gut machen. Seid mal ehrlich, Freunde. Würdet ihr mir das zutrauen? Also ich habe das Gefühl, das könnte auch was für mich sein. So ein Job. Ich meine, ich mache das ja schon teilweise hier auf Twitch. Ich würde das eigentlich gerne mehr machen, dass Leute reinkommen und einfach ihre Geschichten erzählen und ich sag da was dazu und so. Versucht denen zu helfen, so Hobbypsychologe-mäßig. Wäre schon echt eine geile Sache, ja. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwie mal mit mir quatschen wollt oder so und auch was auf dem Herzen habt, dann sagt mir Bescheid im Chat und kommt in den Discord rein. Der Lovelock ist für euch da, Digi. Heute ist das Thema offen und ich begrüße sehr herzlich den Manuel. Der Manuel ist 30. Hallo Manuel. Hallo Manuel. Hallo. Was ist dein... Hallo. Ja, mein Thema ist die größte Lüge, die der gesamten Menschheit erzählt wird, und zwar, dass die Erde eine Kugel ist und... Bro. Die größte Lüge der Menschheitsgeschichte, meine lieben Freunde, ja? Und zwar, dass die Erde eine Kugel ist, Digi. Verstehst du, was ich meine? dem ist nicht so. Ich sage oder bin... Guck mal, du, wie ein voll am Struggle hier. Ich habe gesagt, 100% davon überzeugt, dass die Erde flach ist und dass die Regierungen uns eine Riesenlüge auftischen. Ich habe richtig verstanden. Du sagst, die Erde ist nicht rund, sondern eine Scheibe. So, das sagt der Digi. Ganz genau. Ganz genau. Du? Nein. Hat er gesagt, spinnst du? Eine Scheibe. Ganz genau. Spinnst du? Nein. Und zwar, willst du mich verarschen? Nein. Dafür gibt es Dutzend... Spinnst du? Das war ein bisschen... Bro, Domian, bist doch ein empathischer Dude, oder? Weise, wenn man sich doch mal vielleicht den Kopf... Du bist ein Verschwörungstheoretiker. Ah, das ist sehr gut, dass du das sagst. Dann würde ich dir doch mal empfehlen, vielleicht mal zu recherchieren, woher dieses Wort kommt. Ja, okay. Aber so. So. Ich bin... Also gerade bin ich noch Team Manuel, Digga. Sag ich dir so, wie es ist. Obwohl ich jetzt nicht glaube, dass die Erde flach ist, aber so... die Argumente von Domian waren jetzt, spinnst du und bist du Verschwörungstheoretiker, Digga. Das kennen wir irgendwoher, ne? Typische Diffamierung. Bin ich richtig, ne? Nee, also ich höre dieses Wort eigentlich ungern, weil damit werden wir ja diffamiert. Achso, okay. Du ja glaubst, du hast recht, dass die Erde eine Scheibe ist. Ja, lass ihn doch, Digga, ist ja ein Glaube. Ich weiß, dass ich recht habe. Okay, er sagt, ich weiß, dass ich recht habe. Da ist schon wieder, das ist schon wieder einer zu viel, finde ich. Mann, also... Er war da gewesen. Ich weiß ja nun viel, was man immer wieder so liest über diese... Ich sag's trotzdem mal, das Wort, über diese Verschwörungstheoretiker. Ja. Manchmal... kommt man da ja auch so ins Grübeln und denkt, naja, vielleicht ist da was dran. Aber sowas Blödes habe ich noch nie gehört. Naja, dann kannst du ja mal in die Bibel gucken, da steht das auch drin. Ja, in der Bibel steht alles mögliche. Also entschuldige mal bitte, du musst nur mit dem Flugzeug fliegen, dann siehst du, dass die Erde rund ist. Wenn ich weiß nicht, Digga, dieses Argument wird immer öfter gebracht, ne? Aber ich hab mal gehört, dass die Höhe, ab der man die Krümmung der Erde sehen würde, nicht die Flughöhe ist so, weißt du, mit der man fliegt, wenn man einen Langstreckenflug macht oder so. Das zweite Argument, was von den Flachis gerne auch genommen wird, ist, dass diese Scheiben
von den Flugzeugen ja logischerweise auch eine Art Wölbung haben, ne? Weil das Flugzeug ist ja rund. Ist ja nicht eckig, so. Es ist ja rund. Und dass dann dadurch vielleicht eventuell man das Gefühl bekommt, dass die Erdkrümmung zu sehen ist, Digi, weißt du? Aber ich weiß nicht. Also ich habe das schon öfter gehört. Warte mal, ab welcher Höhe sieht man die Erdkrümmung? Googeln wir mal einfach ganz kurz. Auf Weitwinkelaufnahmen aus üblichen Reiseflughöhen von etwa 10,5 Kilometer lässt sich die Erdkrümmung technisch nachweisen. Deutlich sichtbar wird die gekrümmte Horizontlinie jedoch erst ab Höhen von etwa 15 Kilometern. Auf Weitwinkelaufnahmen, ja okay, aber Weitwinkelaufnahmen sind ja mit Fischei, ne? Das ist ja, diese Weitwinkelkameras sind ja abgerundet, ne? Da können wir uns ja drauf einigen, oder? Also Reiseflughöhe ist 10,5 Kilometer, jedoch die gekrümmte Horizontlinie jedoch erst ab 15 Kilometern. Okay. Du musst mit dem Schiff fahren, dann fällst du nicht hinten runter. Nee, das hat was mit Perspektive zu tun. Da muss man sich einfach ein bisschen schlau machen. Da würde ich einfach jedem empfehlen, sich mal zu informieren, was es damit auf sich hat, weil... Es ist einfach so, dass das Sichtfeld eines Menschen einfach eingeschränkt ist. Und zum Beispiel auch diese Krümmung, die man sieht, das hat damit zu tun, dass die Fotoapparate, die meisten Fischeilinsen haben und automatisch dadurch eine Wölbung entsteht. Ach, das ist wenn man sich eine Kamera kauft. Das ist doch albern. Was sagst du denn einem Weltumsegler? Na, der fährt einmal hings herum so. Also der kreist praktisch einmal. Wir sind von einem Eisring umschlossen. Darunter? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Das ist mehr Spekulation. Mann, da ist die hohle Erde drunter und da leben Dings, Echsenmenschen. Mann, alter Domian, hast du nicht aufgepasst? Aber wir sind definitiv auf einer flachen Scheibe. Also ein Eisring ist da. Und warum stößt man da nicht an den Eisring? Ja, was denkst du denn, warum es den Antarktis-Vertrag gibt? Digga, der ist ein mieser Schwummler, Bruder. Ich küsse dein Herz. Es gibt einen Antarktis-Vertrag, wir dürfen doch da gar nicht hin. Und das stimmt aber. Also wir können schon an die Arktis, an gewissen Teilen, aber wir können nicht weiter halt, ne? Wir können, also ich habe mal ein Video gesehen, wo jemand versucht hat Richtung Arktis mit einem Schiff und dann ist ein riesen Militärschiff gekommen und hat gesagt, hier Junge, mach mal einen Dampfer, Junge. Haben sie doch heute wieder mal in den Nachrichten, haben sie ein riesengroßes Schutzgebiet eingerichtet, damit dann nämlich eben keiner hinkommt. Und der Mond zum Beispiel und die Sonne sind auch nicht so weit weg, wie man uns erzählt. Das kannst du auch über. Du musst einfach nur mal die Sonne und den Mond beobachten. Warum soll? Wir bleiben mal bei der Scheibe, dass die Erde nicht rund ist. Wer hat denn ein Interesse daran, uns zu verkaufen, dass die Erde rund ist? Gute Frage, Digga. Also ich gehe mal davon aus, dass das Reptiloiden sind. Das ist das, was ich meinte vorhin, meine lieben Freunde, ja? Das ist das, was ich meinte, meine lieben Freunde, ich schwöre. Man kann es auch übertreiben, weißt du, wie ich meine? So. Ich bin mir fast sicher, dass der Cousin so tief drin ist, dass er sein eigenes Leben vernachlässigt, so. Facts. Ich meine das wirklich ernst und ich will das nicht für... Weil ich habe hier auch schon wieder einige Flachis im Chat gesehen, die gesagt haben, ey, ja, Mann, der hat hundertprozentig recht und dies, das, bla, bla, bla. Jungs, Mädels, vergesst nicht euer eigenes Leben, das ist wichtiger. Lebt euren Traum, findet eure Bestimmung, diese ganzen Sachen so. Lasst euch davon nicht, also man kann... Echsenmenschen, Digi. Was, wer, was, wie, wer? Reptiloiden. Was ist das denn? Das sind reptilienartige Wesen und die sehen aus wie wir. Und die haben uns okkupiert oder sind dabei, uns zu okkupieren. Und ich meine, man muss doch immer auf die ganze... Moment, langsam. Man, das Ding ist so, ich bin zum Beispiel jetzt so ein Kandidat, ne? Ich kann mich mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen und beschäftigen und trotzdem so die Balance behalten. Weißt du? Trotzdem so die Balance behalten und ein bisschen Logik auch noch weiter beibehalten und nicht so überzeugt von Dingen sein, die man nicht beweisen kann oder wo man nicht genau weiß, was abgeht, so, weißt du?
Da muss man das Kirchlein ein bisschen im Dörfchen lassen. Es sind Wesen, die sehen aus wie Reptilien und haben uns okkupiert. Genau, also die sehen jetzt mittlerweile aus wie wir. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber die sehen aus wie Menschen. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber die sehen aus wie Menschen. Ich glaube, du hast so viel Fantasy-Filme geguckt. Nee. Woher sollen die uns denn okkupiert haben? Ja, ich weiß nicht, vielleicht haben die das ja erschaffen, wo wir hier leben. Vielleicht sind. Der redet von den Aliens, oder? Von denen der Dings hier auch immer erzählt. Erich von Däniken im letzten Talk auch mit Kianusch. Der redet von Aliens, ganz klar. In einem Art Terrarium oder. Vielleicht gibt es auch Mickey Maus. Art Terrarium, sagt er. Ja, jetzt verarschst du mich. Ja, du mich auch irgendwie. Nein, ich verarsch dich nicht. Nein, ich beschäftige mich seit 2 Jahren damit. Ich habe mich mit Physik, mit Mathematik, mit Geometrie, ich habe mich mit Geologie beschäftigt, ich habe mich mit allem beschäftigt. Ist doch merkwürdig, dass dann keiner von führenden Wissenschaftlern auf der Welt so etwas sagt. Es ist jetzt auch kein gutes Argument, würde ich sagen. Ja, weil es gibt Wissenschaftler, sie müssen auch einfach nur mal ein bisschen recherchieren. Es gibt Wissenschaftler, die was dazu sagen. Ja, das sind Durchgeknallte. Genau, das ist das Problem jetzt gerade, Domian. Ey, du hättest auch ein bisschen anders drauf reagieren können, finde ich so. Ja, genau, auch Wissenschaftler sind und vielleicht eine andere Theorie aufstellen als das, was im Mainstream gerade so narrativ ist, das sind irgendwelche Durchgeknallten. Dieses Mindset, was der Domian da an den Tag legt, ne? Also ich sag jetzt nicht, dass das bei dem Thema jetzt nicht berechtigt ist, solche Sachen auch anzubringen, aber was ich sage ist, dass dieses Mindset ja auch bei ganz vielen anderen Themen auch angewendet wurde, wie zum Beispiel bei der Corona-Thematik. Ich muss es immer wieder als Beispiel nehmen, so. Wissenschaftler, die gesagt haben, ey, Impfung ist schwierig, müssen wir aufpassen, die Maßnahmen weiß ich auch nicht ganz genau, das Coronavirus ist eigentlich gar nicht so gefährlich, wie es uns verkauft wird, die wurden auch als verrückt dargestellt. Die wurden genau mit solchen Leuten, die hier gerade am Telefon sind, in eine Schublade reingesteckt und das ist gefährlich und deswegen ist der Begriff Verschwörungstheoretiker auch gefährlich, weil das benutzt wird bei jedem, der irgendwie was auf eine gewisse Art und Weise hinterfragt so und das darf man nicht tun eigentlich. Ja, das ist natürlich so, kann man es immer sagen. Bist du geimpft, Leon? Nee, auf jeden Fall. Bro, Alter, ist dein Ernst? Natürlich nicht, Bro. Das Halal-Stream hier. Meine Genetik ist noch stabil. Stabil. Aber nochmal mit der Erde. Es gibt doch mittlerweile ganz viele Sonden, die Fotos machen von weit oben und vom Mond und weiß ich was. Ja. Dann sieht man doch unsere Kugel schweben. Ja. Welche Fotos meinst du, Domian? Da müssen wir jetzt wieder reingehen, Freunde. Meinst du die? Das meint der Decker. Das ist es. Das ist das Foto, Digga. Ich schwör's dir. Oder das. Mann, da gibt's doch diese Bilder. Oh, das ist gefälscht. Achso, das ist gefälscht. Ja gut, da kannst du natürlich jeden Quatsch kannst du in... Nicht gefälscht, aber ich blende jetzt an der Stelle wieder das Interview ein mit dem NASA-Mitarbeiter, der gesagt hat, wie diese Bilder erstellt werden. Ich kann es nochmal auf Deutsch ganz kurz wiedergeben. Diese Bilder werden aus Daten generiert. Das heißt, die nehmen Daten von Satelliten, das sind keine Fotos, auf die diese Bilder basieren, sondern von Daten. Auf Daten basieren diese Bilder. Und diese Daten nutzen sie und setzen sie dann um in ein Foto. So, und da machen die mit Photoshop das Wasser und die Wolken und dann müssen die Wolken an die Seite, weil das zu viel Wolken sind. Und so wird das ganze Thema modelliert und dann veröffentlicht. Das sind keine Bilder, die geschossen werden. In 2002, Blue Marble 2.0, NASA's Rob Simmons made this. And it had wide appeal too. For example, it ended up as the default background on the iPhone. I didn't even know until I bought an iPhone. And turned it on and kind of did a little happy dance. Simmons' job is... It's primarily taking data and making pictures out of it. That's what this is, a composite of data sets from several different instruments translated into a picture. To us, the really cool thing was the data set. Up until that point, there was no realistic color map of the globe anywhere. So the land layer here comes from the moderate resolution imaging spectral radiometer aboard Terra. And the tricky part here was the weather. So we actually had to take clouds out. They stashed the clouds for later, went onto the ocean. That came from an instrument that measures phytoplankton in the sea. Where it was low, I colored it dark blue because they're low mostly in mid-oceans.
And then where it was a little bit higher, it was like a little bit brighter green. Then add the clouds back in. There's a small problem with it because there's a very slight gap in between each orbit. So some of those are painted on. It is Photoshopped, but it's has to be. Then? There was another layer to sort of simulate the atmosphere. And then there's this little bright spot. It's called the specular highlight. So it's the reflection of sunlight off of water. Those are the pieces, but you can't just slap them all together. It just didn't look realistic. It looks kind of flat, or the clouds are sort of too see-through. So I just hit Command-Z a lot. There's artistry to creating the world. What I imagine it to be. Unfortunately, I'm not an astronaut. I've never been to space. But I've looked at these images over and over again, trying to sort of get the essence of it. It is Photoshopped, but it's has to be. It is Photoshopped, but it's has to be. Weltsätze und sagen, das andere ist immer gefälscht. Ja, das ist ja, wenn du verstanden hast, dass die Erde flach ist, kommst du automatisch zu dem Schluss, dass alles gefälscht ist. Ne? Und wenn du weißt, dass die Erde flach ist, dann... Ja, aber das ist ja gerade der Punkt, der so absurd ist. Nochmal zu diesem... Ja, ich weiß. Aber man kann diese ganzen Sachen auch sagen und da recherchieren, ohne davon überzeugt zu sein und zu sagen, dass die Erde flach ist. So, weil ich kenne diese ganzen Sachen, ich kenne diese ganzen Videos, ich kenne das alles. Trotzdem glaube ich nicht, dass die Erde flach ist. So. Ist einfach nur... Die Argumente, die Leute bringen, die sagen, dass die Erde rund ist, die kann man halt, also die meisten Leute beschäftigen sich halt nicht wirklich mit diesen Themen, sodass sie vernünftig widersprechen können. Die sagen, es gibt doch diese Fotos. Aber jeder, der ein bisschen recherchiert hat, weiß, dass die Fotos alle mit digital erstellt wurden. So. Und das sollte man eigentlich wissen, egal auf welcher Seite du bist oder nicht. Absolut. Nochmal zu diesen Wesen da, ja? Die sind das Außerirdische oder was? Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beantworten, woher die kommen, was deren Ziel ist, aber es scheint zumindest deren Ziel zu sein, also glaube ich, dass ja, sie uns vernichten wollen. Also ich meine, Person non grata sagt gerade komisch, dass immer nur Arbeitslose an sowas glauben. Ist dein Ernst? Bruv, ich kenne Millionäre, die an sowas glauben. Ich kenne Leute, die ihr alle feiert, wo ihr nicht mal wisst, dass die an sowas glauben und die glauben an sowas. Stimmt halt einfach nicht. Und Kevin gibt dir recht, es stimmt halt einfach nicht. Es gibt Leute in Amerika, große Superstars, Bro. Es gibt Comedians und so. Weißt du, wie viele Leute es gibt, die Flacherdler sind eigentlich so? Also, ich finde das ein bisschen krass, wie die Leute so von oben herab. Ja, das sind nur die dummen Arbeitslosen, die sowas glauben. Ich mach da nicht mit, Digi. Auch wenn ich sage, dass die Erde rund ist, mache ich nicht damit, dass man sich über Leute, die vielleicht eine andere Meinung haben, so lustig macht. So. Das ist der Ursprung von der ganzen Scheiße, die in der Welt abgeht, Bro. Dass wir nicht mehr akzeptieren, dass andere Leute eine andere Meinung haben. So. Keiner von euch hat die fucking Erde gesehen mit seinen eigenen Augen. Also macht nicht so auf hart und auf cool und von oben herab. Und die sind alle dumm und arbeitslos und haben kein Geld. Nur mal die ganze Welt anschauen. Entschuldige, ich muss immer zwischenfragen, sonst kommen wir nicht mit. Woher weißt du, glaubst du denn, dass es diese Wesen überhaupt gibt? Na, da muss man auch einfach mal ein bisschen recherchieren. So. Also es gibt Dutzende Videos auf YouTube. Ja, ich weiß, jetzt sagst du gleich wieder, im Internet ist alles gefälscht und hin und her und tralala. Das sind keine Beweise. Meine, jeder Journalist recherchiert und holt sich seine Informationen aus dem Internet heutzutage. Nicht das nur. Das ist ein Fakt. Ja, ja? Ja, nicht nur, nee. Ja, wie, aber, und im Internet steht, oder findest du, dass es da diese Mischwesen gibt, die wie Reptilien, genau. Aber ich habe noch kein Mischwesen gesehen. Ich schon. Wo? Hillary Clinton zum Beispiel. Oder, Michael Obama, Digga. Jetzt sag bitte nicht, dass unsere Angela Merkel auch ein Mischwesen ist. Nee, bei der habe ich das noch nicht gesehen, habe ich noch nichts zu gefunden. Wie kann man das bei Hillary Clinton sehen? Na, da habe ich jetzt neulich erst wieder ein Video gefunden mit ihren Augen. Also die Augen sind das, was die verraten. Ne? Man muss auf die Augen achten. So, ne? Das... ja, keine Ahnung. Natürlich gibt es auch welche Videos, die gefälscht sind, aber die sind halt dazu da, um uns zu diffamieren. Ne? Man muss halt wissen, worauf man achten muss. Man kann doch... Ich hatte gehofft, den... Wenn man anfängt, an sowas so krass zu glauben, dann fängt man auch an, und es passiert oft vielen Leuten, dass die dann anfangen, nur noch Argumente zu sehen, die das unterstützen, was die sagen gerade, weißt du? Und alles andere ausblenden und nicht mal mehr richtig zuhören. So. Da darf man auch nicht... in die Falle tappen. Weißt du, man muss immer schön open-minded bleiben und sich noch alles an, nicht zu überzeugt sein von dem, was man glaubt. Weißt du, weil es ist kein Wissen, es ist ein Glaube. In 20 Jahren oder noch länger, wo ich hier sitze, dass ich nicht enttarnt werde. Jetzt
Bist du kurz davor, mich zu enttarnen? Ja, vielleicht bist du auch ein Reptiloid, aber eigentlich glaube ich nicht. Nein. Interessant, dass du mich darauf ansprichst. Es hat niemand gemerkt bisher. Bruff. Ja, nur siehst du, ist doch in Ordnung. Ist doch niemand. Gut. Ist halt nur die Frage, ob du gut bist oder ob du böse bist. Und du bist sehr clever, dass du das alles so durchschaust. Ja, aber ich merke schon, dass du mich eigentlich nicht gerade wirklich ernst nimmst. Aber ich kann einfach nur jedem Zuschauer empfehlen, sich selber mal schlau zu machen, den Mond zu beobachten, die Sterne zu beobachten. Warum sehen wir denn immer nur die gleiche Seite vom Mond? Warum? Das kann man wahrscheinlich astronomisch sehr einfach erklären. Aber glaubst du denn, dass der Mond rund ist? Nee. Nee, also der Mond ist auch eine Scheibe. Nee, also nicht komplett rund. Ich kann zu dem Mond nicht genau sagen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch nur eine Projektion. Das kann. Wie hieß der nochmal? Wie hieß der bei Joe Rogan nochmal, der Comedian? Digga, wie hieß er nochmal? Eddie Bravo. Genau, Digga, Eddie Bravo. Eddie Bravo hat auch gesagt, Space is fake. Alles nur Simulation. Nicht sagen. Ich weiß nur definitiv, dass die Erde flach ist und dass man uns hier eine riesen Lüge. Er weiß das definitiv, die Gaske. Und dass wir sind dabei, unsere Menschheit ist dabei zu sterben. Aber nochmal. Bruder, guck, so endet es dann, weißt du? Unsere Menschheit ist dabei zu sterben und alles ist böse und Echsenmenschen beherrschen uns und so. Glaub mir, du gehst nicht mehr so geil durchs Leben, wenn du so paranoid bist. Ich komm nicht hin, ja? Drüber weg mit deiner flachen Erde. Ja. Ich bin mit dem Schiff von Europa nach Amerika gefahren. Ich bin nicht an eine Eiskante gestoßen. Ja, naja, weil es gibt ja eine gewisse Strömung, die ja dann praktisch im Kreis. Er sagt, er ist mit dem Schiff von Europa nach Amerika gefahren und ist nicht an eine Eiswand gestoßen. Aber wenn du dir die Weltkarte anguckst. Tschüss, Digga. Gino Campino hat gehostet, Alter, mit 160 Personen. Ich küsse doch deine Zirbeldrüse, Bro. Bester Mann, ja? Muchas gracias. Danke für deinen Support, Alter. Gino, er den Motherfucker. Gib mir die Genie-Vibes, Bro. Gang. Ehre, Junge, Ehre. Wenn du jetzt hier fährst, ne, quasi von Europa, da oben, hier, nach Amerika, also hier über den Kanal hier rüber, ne? Über den Ocean. Atlantik, glaube ich, ne? Der Atlantische ist das, oder? Da bist du ja nicht, also, das hat ja nichts mit irgendwelchen Polen zu tun oder so. Also das war jetzt auch wieder ein komisches Argument, sag ich dir ehrlich. Also da kann man bessere Argumente finden. Scheibe strömt und natürlich kannst du da nicht an den Eisrand stoßen, ne? Und ich meine, wenn du selber zum Beispiel auch, weil ich habe auch schon von Leuten gehört, ja, ich habe selber mit meinen eigenen Augen Einer sagt, Leon ist Anunnaki. Da habt ihr mich exposed, Digi, sag ich dir so, wie es ist. Wölbung gesehen, ja, da muss ich sagen, sorry, deine Augen haben auch einen Fischlinsenei entdeckt, ne? Also dann, das Bro. Jetzt übertreibt der Cousin, ja? Deine Augen haben auch ein Fischei-Objektiv drauf. ist das geil, Alter. Die Augen, die täuschen uns, ja? Das ist doch, Der ist so ein Typ, der fliegt selber hoch mit einer Rakete, so sieht die Erde, ist rund, also ist rund und dann sagt er, nein, das sind nur meine Augen, die das sehen. Ja, Digga. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich kann nur jeden empfehlen. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber ich weiß. Ist so. Informiert euch, recht. Okay, das haben wir schon verstanden, das haben wir schon verstanden. Aber du weißt nicht, was diese Wesen mit uns vorhaben. Oh Mann, ey. Mir macht es den Eindruck, als wenn sie uns vernichten wollen. Also ich meine, man muss sich wirklich nur die Erde anschauen. Hätten sie ja schon längst machen können. Naja, aber vielleicht können sie es ja nur auf die Art und Weise machen. Vielleicht sind sie nicht stark genug. Vielleicht sind sie nicht genug von diesen Wesen. Ich habe immer den Eindruck, dass Leute, die... Das ist gefährlich, Freunde. Ja, ist gut, dass wir uns das Video angucken. So. Da will ich nicht, dass meine Leute, die hier auch... Weißt du, hinterfragen ist wichtig. Wir hinterfragen die Dinge, wir gucken uns Dokumentationen an, wir nehmen alles erstmal auf, weißt du, aber wir sollten niemals so überzeugt von einer Sache sein, von der wir eigentlich nicht wissen, ob das so ist, und dann so fanatisch sein und so paranoid werden mit der Zeit, weißt du. Das ist eine Sache, die ist wichtig. Die ist wichtig. Und was hilft dabei ist einfach... Das sage ich immer wieder und ich sage es nochmal,
sein Leben, was man aus sich, seinem Leben macht, Familie gründen, sich um seine Familie kümmern, seinen Traum finden, sein Traumleben, rausgehen und dein eigenes Leben zu dem machen, wie du es gerne haben möchtest. So, das sollte immer die Priorität sein, bei jedem von euch. So, bei jedem von euch. Und Spiritualität hilft mir persönlich auch extrem, weil ich nehme die Sachen, ich nehme das Leben generell nicht mehr so ernst und dann auch solche Sachen nicht mehr so ernst, weil ich einfach verstanden habe, dass am Ende des Tages die einzige Realität ist der Moment, in dem ich jetzt gerade hier lebe und die Dinge bewusst wahrnehme, so, weißt du? Das ist das Wichtigste für uns alle. Dass wir schön im Moment bleiben, nicht zu viel nachdenken über was Böses auf der Welt läuft oder was die Zukunft mit sich bringt oder was in der Vergangenheit los war oder so. Einfach bewusst sein. So. Ich küsse doch euer Herz. Dass Leute, die sich in solche Theorien so versteigen, ja. Denen muss es ja langweilig sein in ihrem Leben. Nee, mir ist nicht langweilig. Was machst du vom Beruf, Manuel? Also im Moment bin ich jetzt arbeitslos und bin auch komplett auf die Tür. Ich merke, du lachst. Nein, das war... Lachen nicht über arbeitslose Leute, das ist völlig Unsinn. Was hast du vorher gemacht und gelernt? Gelernt habe ich mal ursprünglich Koch. Ah, okay, gut. Und seit wann beschäftigst du dich mit solchen Sachen? Seit 2 Jahren jetzt, und ich wollte ursprünglich auch diese Flacherdler, so nennt man die, oder Flat Earther, wollte ich ursprünglich auch widerlegen. Ne? Mhm. Ich wollte sie widerlegen. Ich habe nach Bildern der NASA geguckt, auf der offiziellen NASA-Website, habe mir Bilder der Erde runtergeladen und habe sie verglichen. Und du findest da eindeutige Beweise, dass diese Bilder gefälscht sind. Aber drunter... Die sind nicht gefälscht, die sind erstellt. Ja, die sind erstellt, aber das sagen die auch selber. Das ist ein Original. Das ist halt auch, man muss halt, wenn man recherchiert, richtig recherchieren. Bild der Erde aus dem Weltraum aufgenommen. Einer sagt, ich bin Flachmondler, Digga, geil. Habe ich so noch nie gehört. Komm mal in Discord, wir müssen reden. Und genauso kannst du auch zum Beispiel mal, geh mal auf Dings, guck dir den Livestream von der Erde an. Du siehst das, dass das gefälscht ist. Das ist ein Fake. Zum Beispiel auch Satelliten gibt es nicht. Warum heißt denn GPS, geostationäres System, die sind nicht im Weltraum. Wieso? Die kommen nicht in den Weltraum. Pass mal auf, noch eine ganz andere Frage. Ja. Was steigerst du dich da so rein? Legitime Frage. Und ich sage dir, das hat damit zu tun, dass er vielleicht nicht seinen Traum lebt und ihm langweilig ist. So, das kann schon ein auf jeden Fall einen da reintreiben, weißt du? Also wenn, weiß ich nicht, Digga, wenn du wirklich was, eine Mission hast auf der Welt, ne, und sagst, ey, das will ich erreichen, da möchte ich hin, der möchte ich sein, dann kannst du dich in solche Sachen nicht so tief reinsteigern, sage ich dir ehrlich. Die Fragen. Ja, sorry. Selbst wenn es so wäre, könnte es dir doch auch egal sein. Nee. Mir ist es nicht egal, aus dem Grund, weil ich sehe, dass was mit unserer Erde hier passiert. Menschen, wir führen Kriege, wir verseuchen unsere Meere, wir verseuchen unsere Böden, wir holzen alle unsere Bäume ab. Man muss sich mal überlegen. Da hat er aber recht. Die Frage ist, was hat das mit der flachen Erde zu tun? So. Wenn deine Aufgabe ist, was Besseres zu bewegen hier in der Welt und die Menschen bewusster zu machen, dass wir bewusster umgehen mit der Erde, ne? Dass die Menschen spiritueller werden und wieder verstehen, dass wir alle miteinander verknüpft sind, dass Gott in uns allen ist und dass Gott auch in der Natur und in den Tieren ist und dass wir das alles besser behandeln müssen, dann mach das, Digga, weißt du, wie ich meine? Versuch Leuten das klar zu machen, so. Versuch Leute zu bewegen, wieder mehr in ihr göttliches, in ihren göttlichen Teil reinzukommen, weil den haben wir alle in uns. Damit hast du viel mehr getan, als andere Leute davon zu überzeugen, dass die Erde flach ist, Bro. Das ist meine persönliche Meinung. Wir sind die Lunge unseres Ökosystems. Okay, da sind wir uns ja einig. Aber liegt das nicht im Menschen begründet, weil der Mensch eben ein Raubtier ist und diese Erde wirklich ausbeutet? Brauchen wir? Naja, das liegt nicht an dem Menschen, das ist auch nicht in dem Menschen verankert. Das liegt auch nicht daran, dass der Mensch ein Raubtier ist. Das liegt daran, dass der Mensch in eine gewisse Richtung geprägt wird, so. Beeinflusst wird. Jeder Mensch, wenn er bewusster wird und wenn er Zugang zu sich und seinem Herzen bekommt, versteht automatisch, weil das hat Gott in uns reingepflanzt, dass die Natur wichtig ist, dass Tiere wichtig sind und dass wir die Erde gut behandeln sollten.
Das passiert nur, wenn du den ganzen Tag abgelenkt wirst und mit irgendeinem Scheiß vollgemüllt wirst von den Medien, von Fernsehen, von Unterhaltung, von Musik und dieser ganzen Scheiße, dass dich gar nicht mehr juckt, wer du eigentlich selber bist und was, da, was die Erde macht und was andere Menschen machen und wie es der Erde geht, das interessiert dich nicht mehr. Weil dein Kopf gefickt ist, weil du in der Matrix stecken geblieben bist, so. Weißt du? Irgendwelche Aliens und Flachscheibentheorien? Du hast in gewisser Maße recht, aber ich glaube, dass der Mensch schon so vernünftig wäre, dass er an einem gewissen Punkt erkennt, dass wir unsere Erde nicht noch weiter auf... Ja, safe, safe. Aber dazu müsste er sich damit auseinandersetzen und dazu müsste er das Fühlen wieder erlernen. Menschen fühlen heutzutage gar nicht mehr richtig. Die sind nicht mehr in ihrem Herz unterwegs. Die sind in ihrem Ego, die sind in ihrem Verstand. Die gucken nur noch Fernsehen und lassen sich beeinflussen und die ganze Zeit ablenken. Wie viele Menschen gibt es heutzutage noch, die sich am Tag hinsetzen und 20 Minuten mal nur ihren Atem beobachten? Wie viele? Leute uns zerstören können. Aber das tun wir. Wir tun es Tag für Tag. Ja. Und daraus schließt du? Aufgrund meiner Recherche. Aus der Unvernunft des Menschen schließt du das? Du sagst ja, dass der Mensch sehr unvernünftig ist. Und daraus resultiert doch für dich dann irgendetwas. Und was ist das? Naja, ja, wir sind ja, wie du ja gesagt hast, wir sind Raubtiere, wir zerstören natürlich unseren Planeten, aber nicht, ich glaube, wir werden schon so vernünftig, dass wir, wenn wir erkennen, dass wir unser Ökosystem so zerstören, dass wir es nicht mehr rückgängig machen können. Das ist krass, die sind voll vom Thema abgekommen, also ich finde, das ist voll am Thema vorbei auch, was die da beide sagen gerade so, weißt du, es stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Wo wir noch mit der Natur im Einklang gelebt haben, da haben wir die Erde nicht kaputt gemacht. So. Alle Naturvölker von damals haben mit der Natur gelebt, in der Natur, im Einklang mit der Natur. Das liegt an dieser ganzen industriellen Entwicklung und diese ganze Materialismus-teuflische Scheiße, dass alle nur noch auf Geld jagen und diese ganzen Sachen und so. Wir sind keine richtigen Menschen mehr. Daran liegt das. Was dagegen unternehmen, aber das ist nicht der Fall. Ja? Wir könnten seit 100 Jahren, vor 100 Jahren, 1900, sind mehr Elektroautos auf den Straßen gefahren als heute. Mhm. Gut, jetzt kommen wir ein ganz anderes Thema. Ich würde ganz zum Schluss noch, nachdem du uns aufgeklärt hast, dass Hillary Clinton und wer hat das Geld etabliert? Ja. Ja. Ein Reptiloid ist. Die Reptiloiden nämlich. Gibt es in Deutschland jemanden, den du als Reptiloid... Also habe ich noch nichts gefunden zu. Und sonst noch ein international bekannter Mensch? Naja, so ein paar Stars auf jeden Fall habe ich schon gesehen. Zum Beispiel? Wie heißt die? Katy Perry zum Beispiel. Aha. Hier... Cardi B. Wie heißt sie? Miley Cyrus? Ja. Zum Beispiel hier auch, die ist vielleicht kein Reptiloid. Ich will auch Domian sein. Hey Chat, macht euch schon mal ready, ne? Wer von euch hat hier auch was, was er mit uns teilen will in die Domian-Richtung? Ich will das machen. Domian, Lovelock Domian auf Twitch. Die haben sie auf jeden Fall geklont, die US-Olympionike Simone Biles. Man muss sich nur mal angucken, was sie, das hat ein Physiker. Das Gino? Hast du ein Problemchen, Digga? Willst du ein Problem klären? Was sie für Sport... Bro, du musst aber dann noch Domian Vibes auspacken, ne? ...Übungen gemacht hat. Das ist physikalisch unmöglich. Mhm. Und das macht sie. Das hat ein Physiker analysiert. Ja? Okay, interessant ist nur, dass wirklich keine seriösen Physiker oder Wissenschaftler der Welt, mit Ausnahme von irgendwelchen seltsamen Leuten, die du da im Internet findest, niemand so etwas sagt. Und, nein, das sind auch wichtige Leute, die haben auch... oder was heißt wichtige Leute, aber das sind auch gebildete Leute. Ich meine, die haben doch auch mal studiert und gemacht. Die denken sich das doch nicht aus. Ja? Ich glaube schon eher. Manuel, da kommen wir nicht zueinander, aber ich fand es interessant. Nee, ich möchte ja auch nur anregen. Ja, natürlich. Und ich finde es interessant, dass Menschen ihren Horizont erweitern. Natürlich. Das ist ein sehr ehrenwertes Anliegen. Und wir denken alle jetzt über die Scheibe noch nach. Vielleicht kommen wir da zu einem Ergebnis. Danke für deinen Anruf und alles Gute. Ja, nächste Woche hätte ich auch was dazu zu sagen. Geiler Typ, Alter. Thema Blaulicht und wie die Polizei mit... da bin ich sicher, dass du da gute Überlegungen hast. Wir überlegen mal, ob wir nochmal... Nee, nicht Überlegungen, ich habe Erfahrung. Natürlich, du hast...
Der weiß das, Digga. Ist mir völlig klar. Mensch, Domian. Manuel, bis jetzt. Nee, das verarscht mich. Nein, nein, nein. Und für heute sagen wir mal Tschüss. Alles Gute. Ja, tschüss. Ciao. Bester Mann, der Schiss hier. Wie hieß er nochmal? Manuel, Bro. Manuel Tintenhänger. Das war doch entertaining, oder? Passt hier gut auf den Kanal, oder nicht? Oder habe ich übertrieben? Ich fand das schon eine gute Sache hier für uns auf jeden Fall. Schwurbelei, Tintenhänger-Fuckers, Alter. Schreibt eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Und ja, ey, ich habe ja meinen Senf schon während der Reaction so abgegeben, Leute. Immer schön die Kirche im Dorf lassen und euer eigenes Leben priorisieren. Das ist für mich ganz wichtig so, weil ich glaube, dass wir alle hier auf der Erde sind, weil wir eine Bestimmung haben. Jeder von uns hat eine Bestimmung bekommen von Gott. Und die müssen wir finden und leben. Das ist unser höchstes Ziel. Und das sollten wir tun. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Peace out. So. Wow. Wow. Das war doch mal eine Nummer, oder, Freunde?